Hi zusammen und herzlich willkommen bei Outdoorly. Ich möchte heute mal etwas ausprobieren und zwar, die meisten von euch kennen sehr wahrscheinlich Tactical Food. Ich habe da gesehen, dass es hier sogar noch also einen Tactical Fire Pot gibt und ich möchte diesen heute einfach mal ausprobieren. Man kann einfach diesen anzünden, Wasser hier reinfüllen und dann direkt über der Flamme so aufkochen und dann sollte man schon essen können. Und wir testen das heute einfach mal aus, ob das wirklich so einfach ist. Als erstes machen wir dieses Paket auf. Und dann muss da Wasser rein. 300 Milliliter ist es für dieses Gericht. Habe ich hier schon abgemessen. So. Ist da alles schön drin. Dann machen wir das zu. Und jetzt müssen wir da diesen Firepot aufmachen, das ist da einfach mit Brennpaste drin. Oh no! Oh, oh no! Oh no, 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 no! So ein Scheiß, schaust du gegangen schnell. Wow, nein, es ist alles voll. Toll. Ey, nachher brennt das Messer und alles. Habe ich jetzt das angezündet, nicht? Ach, steht doch alles in Flammen. Ja, ich würde schnell abputzen. Kannst du es nass geben? Also, ich nehme einfach das Feuerzeug. Also. Das ist gut. Hey, so doof. Ehrlich. Ah, das brennt schon. Du hast die aufpassen. Achtung. So. Ja, warm ist es. Dann muss man das einfach auf Steine stellen oder auf Becher oder so. Stell das da oben drüber. Und dann sieht das Ganze so aus. Da unten ist das Feuer. Und jetzt warten wir einfach mal einige Minuten, bis das warm ist. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Wir werden das einfach mal ausprobieren und schauen, ob das Ganze funktioniert. Währenddem das erste Essen am Brutzeln ist, hier versuche ich nochmal einen zweiten Anlauf mit dem Feuerstahl, dass ich da das zweite Pack auch noch erwärmen kann. So, perfekt. Und hier schauen wir mal. Also das Pack hält. Oh, da ist schon schön warm. Aber hier ist es noch nicht so warm. Wir lassen es noch eine Weile drauf. So, es brutzelt da so schön schon eine Weile. Seit circa 5 Minuten oder so. Und es ist wirklich langsam warm. Da unten sieht alles noch top aus, also funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das kann man gut auf dem offenen Feuer machen. Und einfach noch kurz vorweg, also dieses Video ist also nicht gesponsert. Ich habe diese Sachen selbst gekauft und habe es wirklich einfach mal austesten wollen, weil es mich selbst Wunder nimmt. Ich würde sagen, das ist jetzt genug heiß. Wir versuchen das mal. Hier löschen wir noch das Feuer ab, einfach den Deckel drauf. So, mal schauen, wie das ausschaut. Ein bisschen umrühren. Und jetzt muss das Ganze noch, wenn es warm genug ist, schau schnell. Mhm, warm ist es. Jetzt muss das Ganze noch für 8 Minuten stehen. Und danach ist es bereit zum Essen. 8 Minuten später ist das immer noch warm. Und jetzt testen wir das Ganze mal.
Also wollt ihr mal sehen, wie es aussieht? Sieht also wirklich nicht lecker aus. Es gibt Mahlzeiten, die bedeutend besser aussehen als jetzt diese. Aber ich hoffe, es ist gut. Mhm. Also, es ist lecker. Schmeckt gut. Es ist lauwarm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Firepot funktioniert, kann man machen. Nochmal kaufen würde ich diesen nicht mehr. Die Mahlzeiten finde ich perfekt. Die sind auch super für unterwegs. Würde ich sofort wieder machen. Aber den Firepot, ich glaube, da gibt es bessere Alternativen als diesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es ein bisschen ausgefallen war. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, zusammen.